Moin Moin aus London. London, Baby. Da ist unsere Maschine. Da ist der dicke Brummer. Mal cool. Jetzt geht's nach San Francisco gleich und es ist jetzt, wie spät? 9:30? 9:20. 9:20. Also bei euch 9:20. Und ich habe noch nichts gegessen und ich bin jetzt extrem Hunger und ich habe natürlich schon alles mal vorbereitet. Für alle, die immer sagen, if it fits your macros, essen halt nur auswärts und Pizza und so. Nein, Food Prep mache ich auch. Deswegen, es gibt hier ein schönes Sandwich, so ein Triple Sandwich. Sieht man jetzt schlecht, ne? Mit Schinken, was da noch drauf? Käse, Leitkäse, Salat und Pute. Und natürlich auch die Greens am Start. Babymöhren von Penny. Dann habe ich mir noch Paprika geschnitten. Eine Gurke, Apfel am Start. Und was Julia hier gekauft hat, ist ganz wichtig. Carrot cake. I love it. I love it. Delicious hard crafted so Carrot cake. Das ist so geil, diese Creme da oben drauf. Boah, das ist so der Hammer. Ja, also wenn ihr in London seid, bei Boots, das ist so wie Putney, ne? So ein Drogerieshop. Müsst ihr kaufen, habe ich auch schon probiert, richtig geil. Und was hast du mir noch mitgebracht? Mit Karamell natürlich. Und natürlich mit Karamell, ich bin ja so ein Sweet Guy. Oh, Caramel Shortbread, das heißt, das ist so Butterkeks. Das kleine Ding hier hat ganze fast 300 Kalorien, 16 Gramm Fett. Wenn man 12 Stunden im Flieger sitzt und irgendwann durchdreht, dann ist es genau das Richtige. Ja. Ich habe aber auch noch zwei Quest Bars dabei, den neuen Chocolate. Dann ist ja die Frage, wer hat geführt? Get your fiber in. So, ich muss jetzt erstmal essen und dann sehen wir uns wahrscheinlich erst im Flugzeug oder erst in San Francisco wieder. Wir haben hier Spaß ohne Ende. Ja, es gibt keinen Fernseher und gar nichts. Das ist der beste Flug, kein Fernseher. Dem Loch jetzt 12 Stunden gefangen. Ich cutte dafür jetzt so ein bisschen Video. Julia zieht sich hart hier Musik rein. Ich zieh mir gleich was anderes rein. Die einzigen Highlights hier sind das Essen. Also es kann doch nicht sein, 12 Stunden Flug und kein Fernseher. Alter. Doch, da vorne. Ja, du kannst das nur auf dem iPad oder auf dem iPhone. Oder. Ja, die zeigen da die gerade zum Kinderfilm. Kannst du dir angucken, aber nur da vorne halt. Also kann ich nicht empfehlen, United ist nicht toll. Und jedes Mal eigentlich gar nicht besser. Nee, machen sie mal wieder. Sind halt zu blöd. Ja, Lufthansa ist besser. Ja, dann steigst du auch. So Leute, jetzt wird hier gegessen. Ich hab überall Pickel im Gesicht, schon fast bevor ich in Amerika bin. Das Pickelface. Das Gürkchengesicht. So. Prickles, Pickles. Ihr seht schon, wir sind wieder völlig gaga. Und Outback und Panda. So Leute, ich weiß nicht, ob ihr mich versteht. Ist voll laut hier, ne? Die Klimaanlage. Auf jeden Fall, den Flugzeugfraß kann ich niemandem empfehlen. Da kriegt man extrem Blähung von, oder? Also so einen aufgeblähten Magen. Gerade ich habe jetzt dieses Curry, Chicken Thai Curry, diese Soße, kann ich nicht empfehlen. Da kriege ich immer extrem Blähung von. Das Couscous werde ich mal probieren. Normales kleines Mini-Baguette, ja. Und Eis, Honey, Stem, Ginger. Das ganze Ding hat aber auch schon 7 Gramm Fett. Wahrscheinlich werde ich nichts davon essen und meinen Pfannkuchen essen, den ich mir gemacht habe. Aber Aspartam geht immer. Ja. Diet Coke geht immer. Don't eat the Flugzeugfood. Über den Wolken kann man nichts zunehmen. Nee, aber Blähung, aufgeblähten Magen willst du auch nicht haben, oder? Julia sagt, über den Worten kann man nicht zunehmen. Ich beweise es nicht. Burrito Time. Wir sind bei Chipotle, Freunde. Mit dem Taxi hingefahren. Taxi fahren wir zurück. Und jetzt gibt es ein Double Chicken Burrito.
Waren hier die Bienen wieder? Nein, hier gibt es keine Wespe, Juli. Sie ist weg. Wespen gibt es hier auch. Und ich zeige euch nochmal mein fertiges Gesicht. Da hinten ist Wardens. Da gehen wir leider nochmal. So Leute, nach Chipotle sind wir jetzt kurz was für einen Flug einkaufen und jetzt seht ihr das unglaublich. Ein Liter Becher, Chocolate Chip, Cupido, Ben & Jerry's. Das wäre was, ne? Das ist lieb. Unglaublich, das gab sonst immer nur Cherry Garcia. Nehme ich jetzt nicht mit, weil ich müsste hier jetzt einen Liter Eis essen. Oh, das wäre aber ganz schade, ne? Aber Arctic Zero haben wir auch nicht, also Eis gibt es erst auf der Seite. Jetzt sind wir vor unserem Hotel. Auf jeden Fall wollten wir auch mit dem Taxi zurückfahren. Ui. Aber es gibt ja Uber. Und ich wollte das halt unbedingt mal ausprobieren. Dann haben wir kein Taxi gekriegt. Dann habe ich halt so einen Uber-Fahrer mal angeubert. Und das war jetzt so ein lustiger Japaner? Chinese? Japaner. Und, pass auf. Alles schon mal okay. Der wollte jetzt unbedingt, dass ich ihm 5 Sterne gebe für seine Fahrkürze, ne? Wie viel hat er dir gegeben? 4. Ich glaube, mir hat er nur 4 gegeben, ne? Ja. Warum habe ich nur 4 gekriegt? Auf jeden Fall hat es die Hälfte gekostet vom Taxi. Vielleicht, weil man ihn nicht verstehen konnte und du nicht geantwortet hast. Oder weil du irgendwas erzählt hast er hat uns ja auch nicht gefunden. Also diese App funktioniert auch nicht so gut, aber sie ist günstig. Mal gucken. Arne wollte mal ein bisschen Abenteuer. Ja, so richtig endlich Abenteuer. Mal. Aber unser Fazit des Ganzen ist, Amerika ohne Mietwagen, ohne Auto. Wir haben jetzt gerade eine Viertelstunde an der Bushaltestelle rumgelungert. In Amerika ist das gar nicht cool. So, jetzt müssen wir jetzt noch fragen. Wann unser Shuttle morgens zum Flughafen geht. Warum bist du so nah an mir dran, sag mal? Das sind meine Pickelfilme. Pickelface. Moin, moin, Leute aus San Francisco. Und es ist jetzt hier Uhrzeit, glaube ich, Ortszeit 2 Uhr morgens. Und wir sind gestern Ortszeit 18 Uhr eingeschlafen. Und sind jetzt natürlich schon wieder hellwach. Also ein bisschen wieder Zeitverschiebung. Ich dachte, ich mache mal so eine kleine Roomtour hier. Wir sind im Hyatt Regency. Ah, kannst du mir kurz sagen, wie man die Dusche anmacht? Und ich sag Julia mal ganz kurz, wie man die Dusche anmacht. Ich stelle euch mal ab und dann kommen wir gleich. Julia, so, Julia, ich komme gleich. Also es steht an der Dusche, steht Pull. Ja. Und ihr wisst ja, Julia weiß natürlich nicht, was Push und Pull ist. So, da sind wir wieder. Julia weiß aber noch nicht, was Push und Pull ist. Also ich zeige euch mal kurz das Hotelzimmer. Die Betten, 2 Queen-Size-Betten und hier ist der Ausblick. Das ist dann so ein riesen Airport-Kongress-Hotel, Standard. Hier, weiß nicht, ob man überhaupt rausgucken kann. Riesending. Jetzt nicht so teuer für eine Nacht, völlig okay. Fernseher, alles was man so braucht. Ne? Völlig in Ordnung. Und es gibt hier angeblich ein State-of-the-Art Fitnessstudio. Was State-of-the-Art auch immer heißen mag. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal eine Runde unser Studio angucken, trainieren ein bisschen, mal gucken. Ich hätte eigentlich Beine auf dem Plan, ob das in so einem Hotel-Gym geht. Mal gucken, was mache ich, Schultern und Arme. So, eingekauft haben wir gestern noch für heute früh. Hab ich euch gestern schon gezeigt, zeig's nochmal. Hier sieht man mich auch besser. Hier gibt es von Quaker Oats, Gluten-Free Popped Rice Krispies, Buttered Popcorn und pro Serving 140 Calories und das Ding hat, ich glaube, 3 Servings, da seht ihr es, relativ, 5 Gramm Fett auf 21 Carbs, 2 Protein. Die sind eigentlich, die großen davon sind eigentlich richtig geil. Jetzt gibt es sie halt auch in klein. Und dann haben wir hier im Kühlschrank noch, was haben wir noch? Die geilen
Danone Light and Fit Greek Yogurt Strawberry Cheesecake hat nur 80 Calories, das eine Ding. Das heißt, der hat gerade mal, also fat-free, 9 Gramm Carbs, 12 Gramm Protein. Also, so gut wie Yonix. Davon gibt es zwei. Hier habe ich noch, was ist das für ein Geschmack? Toasted Coconut Vanilla. Halt auch so richtig geile Sorten gibt es davon. Dann haben wir noch so ein, das Shortbread aus London immer noch. Caramel Shortbread. Julias Lieblingsgetränk, Sobi Life Water, Acai Raspberry, Calorie Free. Kann ich auch empfehlen, richtig geil. Und ich habe endlich wieder meine Monster White Edition. Ich mag die weißen Monsters hier am liebsten. Yo! Das soll es erstmal gewesen sein hier. Und dann werden wir heute nach Maui fliegen. Jetzt geht's erstmal ins Gym. So sieht das Hyatt Regency um 2 Uhr nachts aus. Die haben hier so eine Glaskuppel. Und natürlich Elevators. Rolltreppen. Rolltreppen. Passend zu dem Fitness-Elevator, der hier im Haus residiert. Oder der Evelator, wie einige. Das ist unser Zimmer, der seid da. Irgendwo hier. Da. So, jetzt suchen wir mal. Guck mal, hier sieht man immer die Leute, die auch nachts aktiv sind. Hallo. Überall, wo die Lichter leuchten, sind auch Deutsche oder Europäer. Ja. Die können alle nicht schlafen. Alle nicht pennen. Und wir suchen jetzt mal das Gym auf. Und dann wird gepumpt. Julia freut sich schon wieder, dass sie am Eisen ist. Wieder. Ja, ich wollte eigentlich Leg Day machen, aber ich glaube, das kann ich hier. Muss ich mal gucken, wie das aussieht. Ja. Werdet ihr ja sehen. Ich hätte auch Beine auf dem Plan, aber ich mache das in einem richtigen Gym. So. Aber, wie gesagt, was hast du das immer gesagt? Ihr seid live dabei? Dann habt ihr das exklusiv. Dann melde ich mich nochmal. Dann melde ich mich nochmal, dann habt ihr das exklusiv. Oh. Wir müssen den Evelator jetzt natürlich auch mal nutzen. Natürlich, den Fitness Elevator Lifestyle. Das ist so crazy, was wir jetzt machen. Ja, ey. Oh, krass, Alter. Und wir verbrennen dabei keine Kalorien. Das ist mein amerikanischer Fitness Lifestyle Traum. Mal schön den Fitness-Elevator nehmen. Going up. Going down. Oh, jetzt fahren wir wieder runter. Und es geht wieder runter. Das ist das Warm-up, oder? Ich mache mich gerade warm fürs Training. So ein bisschen. Auf der Rolltreppe. Da sind noch mehr Leute wach, aber ich glaube, die sind alle noch wach. Und ja, das glaube ich auch, nicht schon wieder. 2 Uhr. Closed. Push. Hier. Hä? Achso. State of the Art Fitness. Wisst ihr Bescheid, ne, was State of the Art ist? Aber hier gibt's auch Wasser. Dann sind wir in Deutschland auf jeden Fall, weiß ich nicht, im 30.000. Jahrhundert Zukunft. Aber wirklich nicht. Also ich trainiere auf jeden Fall Schultern und Arme. Is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. Tonight, we are heroes tonight.
Hier durch den Flughafenbereich für $100, Julia mit Chips. Und ich habe mir jetzt hier so einen Chicken New Saigon Style geholt. Und sieht genauso aus. Genau, alles sieht extrem nicht frisch aus und $15, aber naja, Julia hat auch schon 30 irgendwie für Sandwich, bisschen Obst. Hier. Bisschen Obst. Aber das Sandwich war mit Camembert, das war so geil. Sandwich war geil, ein bisschen Saft, aber so ist das in Amerika. So ist, glaube ich, überall am Flughafen. Ne? Ja. So, ja. Bin mal gespannt, ob das schmeckt, weil auf den Inlandsflügen in Amerika gibt es meistens nichts zu essen. Also das als Tipp an alle, die in Amerika Inlandsflüge buchen. Da kann man sich nur so einen ekligen Snackboxen kaufen. Und die sind echt eklig. Da ist echt nur so Ekelfutter drin. Vor allen Dingen was für einen hohen Zahn. Ja, und da wirst du nicht mal satt von. Also vorher ordentlich essen am Flughafen oder was mitnehmen. Ich habe mir jetzt noch die Greek Yogurts mitgenommen. Löffel muss ich mitnehmen. Ja, und immer einen Löffel am Mann haben.